So, hallo und herzlich willkommen zu dem letzten Horror-Indie-Game an dieser wunderschönen Horror-Indie-Game-Woche Nummer 2. Und ja, als Abschluss werde ich mal The Cursed Forest durchspielen wahrscheinlich, aber jetzt nicht als... Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Spiel gehen wird. Ich habe nur von einigen erfahren, dass das Spiel ziemlich lange gehen soll. Deswegen werde ich jetzt halt nur die besten Szenen dann rausschneiden und halt da, wo ich mich am meisten erschrecken werde, halt dann nur zeigen. Und wenn ich das komplette Let's Play davon dann... Wie soll ich sagen, einem Stück dann hochladen würde, das wird dann eine Stunde oder so gehen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange ich hier für dieses Spiel brauchen werde. Und ja, wir legen jetzt mal auch direkt mal los, ne? Dann gucken wir mal, wie dieses Spiel so sein wird. Klicken wir mal auf Play. Also ich habe nur gehört, dass das also Russen haben das Spiel entwickelt. Und ja, russische Entwickler waren hier am Werk. Und ich habe einen wunderschönen Blackscreen gerade. Ist das normal in diesem Spiel oder ist das nicht normal? Was ist der Sinn des Lebens? Nein. Oh, this afternoon, August 13, I received bad news. My mother back in the city had a heart attack, so I rushed there. The road to the city is rather lengthy. So I decided to take a shortcut through a place some call Curse. Because of such reputation, no one had taken that path for quite some time. But I didn't care. But I didn't care! All what I cared about was to get to my mother as quickly as possible. The sky was unusually clear and the sun was shining bright. That is until I made a turn to that cursed place. Suddenly it had become so dark that even my headlights didn't make any difference. I had to drive in total darkness no matter what. Then something unusual happened. Without any reason, my car electricity started to go off. I heard a strange noise and a dark human figure appeared in the front of my car. Tried. Oh shit, okay, das ging zu schnell weg. Oder ich habe zu lange irgendwo gelesen. Okay. Die Grafik ist aber wirklich schön hier in diesem Spiel, merke ich gerade. Das ist alles schön detailliert hier gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Not bad. Man hat sogar einen eigenen Schatten. Okay, natürlich kann man seine eigenen Füße nicht sehen, aber man sieht seinen eigenen Schatten. Das ist creep, zum Teil creeper als auch geil. Und vor allem ist... Ah, das ist ja noch... Man kann, okay, man kann es über Feuer gehen, aber scheiß drauf. Die Grafik ist ziemlich geil in diesem Spiel. Mal gucken, mal, wie dieses Spiel hier so sein wird. Wir folgen einfach hier diesen gruseligen Pfad. Wir werden ja sehen, was dann auf mich lauern wird. Das Spiel gefällt mir jetzt schon. Hallo? Ist hier vielleicht ein böser, böser Mann, der mir den Arsch reißen möchte? Oh no, Fledermäuse. Oh nein, Graf Dracula, verpiss dich. Du kannst woanders Blut saugen, du Schwuchtel. Oh Mann. Okay, wir können entweder nach links gehen oder nach rechts. Gehen wir doch mal zu diesem wunderschönen Häuslein. Da kann man überhaupt rennen in diesem Spiel. Anscheinend nicht. Anscheinend müssen wir unser Leben lang hier zu Fuß gehen. The fuck? Okay. Okay. Mir gefällt das nicht, aber ich gehe trotzdem mal dahin. Da ist ein Feuer. Das heißt, hier ist jemand. Oder war vor kurzem hier. Jetzt wird's spannend. Watson, was sagen Sie dazu? Der Mann hatte seine Tage. Spaß. Warte. Hier hat jemand seine Tage. Oh Gott, nee. Das gibt's hier so Schönes. Okay. Fische! Geil, was zu essen. So, und was zu lesen. Okay. Tomorrow is the day of August 12, 1967.
Tomorrow is the day when everything is going to change. I tried to convince the Morgans to stop what they were planning, but they didn't listen. The things they are going to do with her, with their daughter, are out of this world. I don't understand how parents can agree to do such horrible things. They are out of their minds. Things were better back in the day. August 13, 1967. As I expected, things didn't go well. What have they done? August 14, 1967. I don't know if anyone's going to read this, but there is one thing I know for sure. What they have awakened doesn't remind me of that good little girl I knew since she was 5. Today I heard a horrible scream in the distance. I don't think this hut is safe anymore. I feel like I'm being watched. Nuts? Wieso nicht? August 15, 1967. I need to get all her remains and all of the ritual stones to repeat the ritual. Maybe it will purify the innocent soul and calm the evil spirit down. I haven't heard from any of my neighbors for a while. It seems that we all are going to die. Maybe we deserve this fate. Irgendwas hier ist in diesen Wäldern. Okay. Ist da gerade ein Stein runtergefallen? Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, Generator läuft. Also haben wir jetzt mal ein paar Hintergrundinformationen hier zu diesem Ort. Und in diesem Wald ist irgend so ein Viech. Also da hier hat irgendwie so ein Ritual stattgefunden. Und dieses Viech geht jetzt anscheinend hier gerade auf Killing Spree. Nein. Um es kurz zusammenzufassen, wir sind am Arsch. Ist das nicht schön? Wir sind am Arsch. Wir gehen erstmal hier diesen Weg entlang, anstatt dahin. Wir werden uns später... Oh! Okay, dann das stand gerade, ich habe noch nicht alle Dinge eingesammelt, um dorthin zu gehen. Sehr schön, danke Spiel, dass du es mir so auf einer freundlichen Art und Weise mir das so geil mitgeteilt hast. Ich liebe dich, Spiel, ich liebe dich. Okay, da ist eine Toilette. Okay. Okay. Oh! Ein Fluss, ein Teich. Ein See, keine Ahnung. Oh! Hey, Froschlein! Hüpf doch nicht weg! Bist doch mein Freund! Oh nein, ich will nicht ins Wasser. Und da hinten leuchtet irgendwas. Was sagt ein alter weiser Mann immer wieder? YOLO durchs Leben! Darauf. Ich mag es nicht, im Wasser zu sein. Ist das ein Knochen? Ugh. Ich verpiss mich. Ich will nicht wissen, was das war. Und wir verpissen uns. Und ich will nie wieder in dieses Wasser gehen. Nie wieder. Wo uns jetzt dieser Weg hier hinbringen wird. Schon wieder zwei Abzweigungen. Okay, wir gehen erstmal nach links. Und dann gehen wir nach rechts. Diese Gegend ist aber wirklich sehr schön. Ich habe das Viech gesehen, das hinter diesen Baum hergerannt, hingerannt ist. Okay. Wir gehen hier gerade live durch einen Wald, der sehr, 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 sehr creepy ist. Was war das? Nein! Nein!
Oh, ein Arm. Ich habe Angst, dass irgendwie... Nein! Nein! Ich will nicht. Ich will nicht. Nein, nein, nein. Da wurde gerade jemand geraped. Oh mein Gott. Jetzt muss ich noch auf meinen Rape warten. Vergewaltigung, Vergewaltigung, Vergewaltigung. Hey! Okay, da ist niemand. Sehr schön. Ist das nicht schön? Okay. Oh, das war dieses Scheißviech gewesen. Folgen wir ihm doch. Er wird uns doch bestimmt nichts antun. Why not? Wir Das sah gerade so aus, als ob da Blut drin wäre. Nope. Okay. Ein Arm. Ich hab doch gewusst, dass sie... Du dreckiger, dreckiger Spasti. Ich werde dich kriegen. Ich sehe dich. Dreckiger Putana. Der beobachtet mich, dieser Penner. Was immer das auch ist. Ich werde es finden. Rapen. Töten. Dann nochmal rapen. Dann werde ich es essen. Geil. Das ist die beste Idee, die du jemals hattest, Vasitor. Oh, danke schön. Ich fühle mich geehrt. Da wird schon wieder jemand gerapen. Oh, das ist nur der Generator. Ich dachte schon. Okay. Wir haben jetzt Energizer. Somewhere passage opened. Oh, wir können da endlich durch. What the fuck? Oh, ich dachte schon, weil es leuchtet da so komisch blau. Yeah. Wir können jetzt da durch. Und ich will das. Ich will das nicht. Links oder rechts? Links oder rechts? Wir gehen nach links. Links oder rechts, links oder rechts. Wir gehen nach links. Immer zuerst nach links gehen, dann nach rechts. So ist es. So läuft das im Geschäft. Oh! Oh shit! Hey, hey, hey! Schon wieder ein einzelnes Häuslein. Oh Gott. Hallo, Nachbar. Alles fresh? Ich möchte doch das lesen. Okay, wir machen das nie wieder. August 13, 1967. Oh God, what have we done? What did we summon? Summon. It's not what we expected. My lovely wife has gone insane. Mein Gott, mein Englisch ist wieder mal so schlecht heute. Oh Mary, I love you. Forgive me for everything. Oh shit, du hast eine Frau. Was hast du mit deiner Frau gemacht, du Stück Scheiße? Ah, guten Tag. Vergiss es. Okay. Kannst du knicken?
Nein. Wohin wird jetzt dieser Pfad uns führen? Okay, wir dürfen noch nicht dahin gehen. Okay, wir dürfen auch nicht dahin gehen. Das heißt, wir müssen irgendwas noch bei diesem beschissenen Haus da machen. Hey, 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 guck mal, da geht's auch irgendwo hin. Und ich vertraue der Scheiße nicht, weil es so rot leuchtet. Dieses Plumpsklo leuchtet rot. Das kann nichts Gutes bedeuten. Es soll ja... Ich glaube, das soll auch eine Warnung sein. Oder ist es einfach nur das Wasser, was so lächelt? Okay, komm, gehen wir ins Wasser. Au, neuer Weg. Sehr schön, wieso gehen wir da nicht hin? Ich befürchte... Nein! Nein! Holy shit! Run and don't look back at the shadow. Okay. Ich kann nicht rennen. Ich renn so schnell wie ich kann. Das ist eher so Spaziergang, also spazieren gehen. Nein, die Killerschildkröten sind jetzt da. Nein, lauft alle um euer Leben. Einfach nicht nach hinten gucken. Aber man hat trotzdem diesen Drang nach hinten zu gucken einfach. Nein, wir werden alle sterben. Rennen! Ha! Okay, der Penner ist weg. Nein, die Pennerin ist weg. So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Okay. Dann checken wir doch mal die Lage. Holy crap! Das war alles so eine Einbildung. Dankeschön, Welt. Dankeschön. Du bist sehr nett. Du bist sehr gütig. Ich dachte schon, das wäre mein Ende. Oder vielleicht war das eine Zukunftsvision. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Komm schon, Digga, das schaffst du. Hey, 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 was geht denn hier ab? Alles fresh? Alles gut? Ist hier was Besonderes? Ist hier was Besonderes für mich? Oh, guck mal, schon wieder ein Lagerfeuer. Aha. 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 Okay. Spiel, was willst du mir damit sagen? Holy shit. Okay. Noch ein Teil. Was ist da? Oh. Okay. Das war eine Zukunftsvision. Oh shit. Wir können da nicht mehr hin. Dann heißt es, wir müssen hier rüber. What the fuck? Dein zu gehen ist böse. Dann gehen wir hier hin. Können wir überhaupt hier hin? Sieht nicht so. Ah, doch, ich Idiot. Okay, runter geht das. Es geht abwärts. Und weitergehen. Und weitergehen. Ich frag mich eigentlich, ob wenn wir zu hoch runterfallen, ob wir Falldamage bekommen. Bin mir nicht sicher, ich will es auch nicht riskieren. Fuck Gravity. Oh, hier sind wir schon wieder. Das ist wirklich sehr schön. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Somewhere passage, oh. Somewhere passage opened. Ich vertraue diesen... Guck mal, jetzt hat es schon eine Andeutung gemacht. Jetzt hat es schon eine scheiß Andeutung gemacht, dass es umkippen wird. Ne? Scheißteil. Ich hatte recht! Was? Oh mein Gott, ey. Das Reflections. Oh mein Gott. Nein. Reflexis. Oh,
Meine Mama hat immer gesagt, alles, was rot leuchtet und im Weg steht, ist böse. Also packen wir diese Scheiße dann nicht an. Wir gehen einfach weiter. Okay, dahin können wir noch nicht. Was zum Teufel ist passiert? Ich wollte nur ganz kurz auf mein Handy gucken. What the fuck? Ach nee. Wie schon gesagt, alles, was rot leuchtet, ist böse. Nope. Vergiss es. Über die Scheiße werde ich hier nie wieder gehen. Oh, wir können hier durch. Oh, Fortschritt, Leute, Fortschritte. Ich habe einfach keinen Bock, diese Scheiße da aufzuheben. Wenn mir was Schlimmes passiert. Das ist auch kein gutes Zeichen. Das hat die mir gerade so einen Ast. Ja. Yeah. Wieso wird es immer grünlicher und grünlicher? Holy shit. Oh nein. Oh nein. Ich will hier nicht durch. Holy shit. Nein, Telefon. Fresse. Ich bin gestorben, weil ich ins Wasser gegangen bin. Wieso? Wir haben jetzt dieses Scheißteil geschnappt. Ich habe jetzt dieses... Okay, dieses Fass sucht nach seiner Bestimmung. Oh mein Gott. Das Einzige, was wir jetzt hier eigentlich machen mussten, ist einfach nur diesen scheiß beschissenen Knochen nehmen und sich einfach dann verpissen. Das war's. Bin ich blöd? Samere Passage opened. Ich weiß schon noch, welches sich geöffnet hat. Durch die Scheiße werden wir niemals mehr gehen. Na, roter Eimer, vergiss es. Du kannst mich nicht in deinen Bann ziehen. Ich möchte dich unbedingt öffnen, aber mein Gefühl sagt mir, und was meine Mutter mir damals auch immer gesagt hatte, öffne niemals Eimer, die rot leuchten. Oder alles, was rot leuchtet, sollte man lieber nicht öffnen oder anfassen oder hingehen. Wieso ist hier ein Teddybär? Wieso? Guck mich dieses Teddy... Okay, creepy as fuck. Shit. Wieso? Dieser Teddybär verfolgt mich. Alter. Verpiss dich, Teddy. Oh nein. Oh hell no. Oh hell no. Oh hell no. Oh hell no. Hell no. Diese Scheiße fassen wir nicht an. Alles, was rot leuchtet, wird nicht angefasst. Auf gar keine Vertraut gar nichts einfach hier in diesem Spiel. Alles, was leuchtet irgendwie, lieber nicht anfassen oder hingehen.
Ist das nicht schön, was da unten ist? Ist das nicht fabelhaft? Sensationell ist das hier! Möge die Dunkelheit in dir aufwachen. Nope! Wir gehen einfach strikt forward. Forward. Ignoriere das, was im Hintergrund bei dir passiert. Geh einfach vorwärts. Nein? Nein? Da gehen wir definitiv... Oh shit, okay. Da ist irgendwas Rotes, Leuchtendes. Okay. Die Scheiße mussten wir aufheben. Aber das da, was auf der Straße liegt, was auf dem Weg liegt, nehmen wir nicht. Holy fuck. Wir gehen rein. Nein! Verpiss dich, du Fotze! Niemand will dich! Du bist fett und hässlich und vor allem fett! Fett, fett, fett! Pommes, Pizza, nom, 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 fett! Dieses Telefon kann ganz schön nerven, wenn ich aufnehme. Immer wenn ich aufnehme, klingelt es. Immer wenn ich irgendwas aufnehme, klingelt es. Das ist immer so gewesen, es wird immer so bleiben. Okay. Ein neues Haus, neues Glück. Du Fotze! Nope! Verpiss dich von mir! Lass mich in Ruhe! Ich hab eine Waffe, ich hab einen Penis. Was sagst du jetzt dazu? Ich höre. Hä? Jetzt hast du Angst bekommen. Jetzt hast du... Nein, 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 nein! Mein Spieler läuft schneller! Oh mein Gott! Mein Spieler läuft automatisch! Hammer geil, super geil! Du kannst nicht bitte die ganze Zeit so schnell laufen, jetzt läufst du wieder wie eine Pussy. Nein, du gehst jetzt wieder wie eine Pussy. Guck mich an! In diesem Wald ist eh nicht Schickelkiss. Ich habe diese Fotze ja schon 5-mal oder 6-mal gesehen. 2-mal, 3-mal hat sie mich schon getötet. Nein, sogar mehrmals. Sie hat mich schon mehrmals getötet. Hab nur einen Beinbruch bekommen. Aber das macht nichts. Sie ist ja wieder vorbeigelaufen. Wir gehen einfach ganz gemütlich hier weiter. Die Fotze kann nicht mal. So ein richtiger Macho. Mit so einem Bierbauch dann noch, ne? Und, bin eh der Beste hier. Keiner kann mir was an... Keiner kann mir was anhaben. Guck mich an, diese Zuckungen, die ich hier rechts und links habe. Rechts, links. Rechts und links. Rechts und links. Weißt du, das ist halt einfach nur so eine, ich würde sagen, Macho-Anmache, ne? Die Machos gehen immer zu einem...
zwei Mädchen und so, guck mich. Guck mich an, ich öffne jetzt den Eimer, nein Spaß. Verpiss dich. Niemand will dich. Das ist ungefähr so. Ich gehe zu diesen Mädchen und mach sie an. Guckt euch meine Haare an. Wieso gehen wir da nicht rein? Oh, come on. Gott, ne, das sieht so behindert aus gerade, bestimmt. Ist da jemand? Get up. Oh Gott, ey. Diese Fotze, die kann nicht mal. Ey, nochmal was zu lesen! August. Oh, das ist schon ganz schön lange her. August 12. 1989. This place seems hungry like a bad dream without the ability to wake up. This is an illusionary trap, someone's bad intent. This ghost, which I've been followed by, wants me to do something, but I don't know what. She's not very helpful for one. August 13, 1989. Well, it became obvious that I can't get out. Why did I pick this godforsaken road? I had hoped it would help me get to the city faster. If someone's reading this, I hope you have more luck than I did. Jessica, I love you. Goodbye. Sad story, bro. Oh shit, yes. Da wurde schon wieder jemand geraped. Nein. Shit. Fuck. Nope. Nope. Kannst du knicken. Knicken kannst du das dir. Knicken. Ah, das kannst du hundertprozentig knicken, dass ich da hingehe. Das kannst du da was von knicken. Obwohl... Oh. Was ist das denn für ein Schrei? Ich wusste doch, dass sie einen Orgasmus hat. Ich wusste es doch von Anfang an. Ich stell mich wie ein Mann! Ich seh das Scheiße. Ah! I should not walk in the tunnel. In the tunnel. Was lernt man daraus? Geh nie wieder dorthin. Ich hab's doch gewusst, dass man dort nicht hingehen muss. Aber ich gehe trotzdem rein. Aber ich wollte nur zeigen, dass ich keine Pussy bin. Deswegen bin ich reingegangen. Ist das der Kopf? What the fuck? Okay. Das war komisch. Okay, die Fotze wartet dort auf mich. Hey Leute, was ist grün?
Oh, schade. Oh. Oh. Oh, yeah. Wir sind so tricky. Bad Boys, ey. Bad Boys. Right through the bridge has opened. Oh, hell yeah. Ja, da ist die Brücke. Phew, ich wollte schon den anderen Weg gehen, ey. Aua? What the fuck? Nope. Oh, hell no. Oh, hell no. Wenn da nichts, wenn da kein Objekt mehr ist, dann gehe ich da definitiv nicht rein, aber wir gehen dafür in den Leuchtturm. Oh yeah. Okay, wir können keine Türen öffnen, wir sind zu inkompetent dafür. So, 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 wo müssen wir denn hin? Definitiv nicht in dieses Scheißhaus. Da ist nichts drin. Psst, was du, ist was drin, komm rein. Psst, was ist denn da drin, geheime Stimme? Psst, was ganz Besonderes. Oh Gott. Holy shit. Holy fuck, wo sind wir denn hier gelandet? In Sad Bones, hier. Hallo? Wir sind zu blöd, da reinzuspringen. Wieso? Wie kann ich... Wir gehen einfach in dieses gruselige Haus rein. Holy fuck! Yep, das war das letzte Puzzleteil. Wir hätten doch in dieses Haus reingehen sollen. War doch nicht so ganz gefährlich gewesen. Na dann. Blam! Nein, das sah gerade bestimmt sehr behindert aus. Sacrifice this bitch! Ein Licht, der deinen Namen trägt. Was in den Himmel fliegt. Nein. Es fliegt wirklich in den Himmel. Der Fluch wurde behoben. Die Bitch ist nicht mehr unter uns. Das bedeutet Mission accomplished. Fuck. Fuck. Yeah. It seems this place is bigger than crap all the time, so get off of it. Okay. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich weiß, wo wir hin müssen. Oh kacke. Oh kacke. Wir müssen zum Boot. Wir müssen zum Boot. Auf zum Boot, auf zum Boot, auf zum Boot, 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 Boot. Wir fahren zum Boot, wir gehen zum Boot, wir gehen zum Boot, wir gehen zum Boot, Boot. Wir gehen zum Boot, Boot, Boot. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Early in the morning. Ray, hey, and up she rises. Ray, hey, and up she rises. Ray, hey, and up she rises. Early in the morning. Fuck, yeah! Bam! My consciousness faded. And I heard a faint, enjoyable female voice. It said, thank you. Suddenly I got my feelings back and was carried by the ambulance workers back to their car. The sky became clear and the sun started to shine bright yet again. The ambulance workers weren't the only ones here. There were a lot of police around my broken car, which was still down in that ditch. It wasn't the only car there, however. Two more, which judging by their condition had been there for about 15 to 20 years. A few feet away there were body bags lying on the ground. Then my eyes caught a woman's silhouette in a white
opulent dress standing behind them. She smiled with her half-transparent face and said with the voice I knew very well, "Thank you." The end. Oh yeah. Thank you for playing. Special thanks to the portal crimemod.net and the following users. Blah 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 blah. Translation Jossor. Editing Illusion. Good luck. War ein wunderschönes Spiel gewesen. Also, okay, ich hab nur gerade YouTube gelesen, deswegen, wie soll ich sagen, ab jetzt sind alle Spiele in der Beschreibung, also Download-Links in der Beschreibung, und ihr könnt mal dieses Spiel auch selber ausprobieren an Halloween oder, okay, an Halloween, das dauert ein bisschen, aber ihr könnt es mal so einfach so ausprobieren, wenn ihr so lustig drauf seid. Wir sehen uns dann zu einem nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss.